Beim Skiwachseln, da muss man richtig Hand anlegen. Und hartes Wachs für frischen Schnee, das weiß jeder. Damit dann die Ski so richtig gut gleiten können. Schnee ist ja eigentlich nichts anderes wie Eiskristalle. Und Eiskristalle, Kristalle, sind nichts anderes wie regelmäßig angeordnete Bausteine. Im Fall vom Schnee eben Wassermoleküle, H2O, das regelmäßig angeordnet ist und dann so was Tolles wie Schnee machen. Auch wenn ich wie der Marcel Hirscher ausschaue, habe ich mit Schnee eigentlich gar nichts zu tun. Aber mit Kristalle. Und zwar mit einer ganz speziellen Klasse von Kristallen. Und zwar mit solchen Kristallen. Mit Halbleiter. Und so ein Halbleiter, für was ist die gut? Eigentlich für gar nichts. Das hat schon der Nobelpreisträger Pauli erkannt und hat in einem Zitat gesagt, Halbleiter, man sollte sich nicht mit Halbleiter beschäftigen. Das sind nur Dreckseffekte. Wer weiß, ob die überhaupt existieren. Und einige Jahre später kann man jetzt sagen, ein Nobelpreisträger hat sigiert. Es war nur klar, Dreckseffekte, wir nennen es halt Verunreinigungen, sind was ganz was Wichtiges in einem Halbleiter. Und zwar durch Verunreinigungen kann ich relativ einfach aus einer Halbleiter eine Leiter machen. Ich kann aber genauso aus einer Halbleiter, wenn ich die Sprossen wegtue, einen Nichtleiter machen. Und genau das, hört sich jetzt lustig an, aber genau das ist das Prinzip hinter jedem Schalter in einem Mikroprozessor, milliardenfach in jedem Handy, in jedem Computer, der Baustein der modernen Elektronik. Genau das ist es, diese Verunreinigungen im Halbleiter. Und um so Halbleiter wachsen zu können, können wir nicht einfach so da auf der Piste machen, das machen wir in einem Reinraum. Und jetzt können wir in so einen Reinraum nicht einfach mit einer weißen Weste wie der Maischberger einige, sondern wir brauchen ein richtiges Reinraumgewand. Und nicht nur ein Reinraumgewand, sondern wir brauchen natürlich auch einen Schutz für unsere Haare und für den Bart, also Bartbinde. Oder ein Haarnetz. Und dann können wir in einen Reinraum gehen. Ein Reinraum, das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie ein Raum im Keller, ohne Fenster, künstliches Licht und eben sauber. Man nimmt einen Putzfetzen, putzt den ganzen Tag und am Ende vom Tag ist der Putzfetzen immer nur sauber. Und genau und das... Nicht so wie daheim, genau. Und genau das ist es aber, was eben notwendig ist, weil wir müssen die Verunreinigungen ganz gezielt eben machen, ganz gezielt ausnutzen, welche wir wollen. Und ich will euch das anhand dem Spiel Die Reise nach Russland erklären. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel Die Reise nach Russland kennt. Wenn ich jetzt sage, Die Reise nach Jerusalem, das kennt jeder. Die Reise nach Russland ist ziemlich das Gleiche, mit dem einzigen Unterschied, es ist die sozialistische Variante. Das heißt, wir nehmen Sesseln weg, lassen die Teilnehmer aber gleich. Und genauso ist es mit meinen Atome auch. Und dann können wir jetzt eben die Reise nach Russland ganz einfach spielen. Und jetzt müssen es natürlich alle enger aneinander. Und nur enger. Und jeder weiß, irgendwann ist es nicht mehr lustig auf dem Zeltfest. Und genau so geht es aber auch unseren Atomen. Die finden das auch nicht besonders lustig. Und die Aufgabe vom Kristallwachser oder Kristallzüchter ist es halt jetzt eben genau das, dass man schaut, wie kann man das anordnen?
was kann ich machen, was habe ich für Möglichkeiten? Und eine Möglichkeit ist es, dass ich beim Aufdampfen die Geschwindigkeit verändere. Man kennt es, wenn man Skifahren tut in einer Gondel. Wenn wenig Leute da sind, dann schaue ich, dass ich einen Sitzplatz in der Gondel kriege, damit ich es gemütlich habe beim Auffahren. Wenn ich aber sehe, dass hinter mir nur 100 Leute warten, dann stopfe ich mir eine in die Kabine, einfach nur so, dass ich möglichst schnell aufkomme. Und schlussendlich ist genau das, was auch die Atome machen. Und die Aufgabe von mir als Kristallzüchter ist es jetzt eben genau das, dass ich mir überlege, welche Atome, welche Schichten machen wir, damit wir die gewünschten Eigenschaften haben, aber so, dass unsere Atome nicht unglücklich sind, sondern indem wir einfach verschiedene andere zum Beispiel verwenden, die ein wenig weniger Platz brauchen. So verwenden, dass am Ende vom Tag der SpongeBob wieder glücklich ist. Oder in unserem Fall halt die Atome. Und genau das, diese Tompteurarbeit mit Trillionen von Atomen, das ist die Schwierigkeit, die ein Kristallzüchter hat. Und wenn die Atome glücklich sind, dann bin ich glücklich. Und wenn ich glücklich bin, dann bin ich fertig. Danke.